Das Dorf. Also hier leben sogar Leute. Hätte ich nicht gedacht. Und die Dorfbewohner sehen auch ganz anders aus. Sogar teilweise mit Augenklappe. Oh Mann. Hey Leute, was geht? Kann ihr mit? Na, mit wem wohl? Nina, dem Game Girl. Oh mein Gott, du brauchst dich abhauen. Hast du die Stadt da hinten schon gesehen, Nina? Ja, habe ich gerade erblickt. Was ist da los? Diesmal haben wir hier eine Stadt bei uns und wir haben auch ein anderes Ressourcenpaket. Wir haben heute mal das Modern HD Resource Package. Keine Ahnung, warum das hier ist. Aber so welche Häuser wollen wir auch nicht bauen. Brauchst gar nicht auf den Weg zu machen, Nina. Brauchst du gar nicht. Nee, bleib ruhig hier. Bleib ruhig hier. Ja, bleib ruhig hier. Schlag mich nicht. So, und warum haben wir dieses Resource Package gewählt? Weil, ja, die Sachen da ein bisschen anders aussehen. Also eine Tür sieht wirklich modern dann aus. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt hier bei Dekoration sucht, dann sieht man auch, dass es so HiFi-Anlagen gibt. Ne? Das sind zwar der Plattenspieler und so. Es sieht alles einfach insgesamt ein bisschen moderner aus. Und wie nennt sich das nochmal, dieser Modus? Es gibt keinen Modus. Es ist einfach ein Modern HD Resource Pack. Also ein Pack, ich habe glaube ich Modus gesagt, weil es hatten viele Leute in die Kommentare geschrieben, warum mein letztes so anders aussah. Ja. Es ist das Modern HD Pack. Genau. Oder so. Und wir werden heute beide, Nina, ein modernes Haus bauen. Du weißt ja, das macht mir immer besonders Spaß, aber weil wir halt dieses Modern Dings haben, ne, und du beschwerst dich ja immer darüber, dass es nicht so cool aussieht. Deswegen heute mal das Modern HD Package. So. Nice. Und ich würde sagen, wir starten doch mal direkt, oder? Okay, wir dürfen verwenden, was wir wollen, ne? Du darfst verwenden, was du willst, genau. So, dann nehme ich auch. Nee, Trockenbeton geht ja nicht. Genau, da musst du vorsichtig sein. Nee, kommt das auf jeden Fall schon mal. Glas brauchen wir auch. Schon mal starten. Ja, Leute. Und Nina, ich habe mir natürlich mal wieder ein tolles Thema heute ausgedacht. Ein tolles Thema. Was ist denn das tolle Thema heute? Und zwar geht es heute um Modesünden, Nina. Modesünden? Habe ich Kati gesagt eben? Nein. Nein. Achso. Ne, weil du Kahn gesagt hast und ich dachte, ich hätte den falschen Namen erst. Also ich hätte dich Kati genannt. Das ist doch dein Name. Ja, nee. Mit wem rede ich da? Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo, falsch verbunden. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Dann nochmal. Ja, wir wollen heute über Modesünden reden, Nina. Ja. Über Modesünden. Ja, und du darfst auch gerne anfangen. Ja, es geht um die Modesünden, die wir mal so begangen haben. Und damit darfst du mal anfangen. Du wirst doch irgendwann mal Klamotten angezogen haben, früher oder später, die nicht so toll waren, die nicht so modern waren. Also erstmal, früher war das natürlich dann modern, ne? Nur damit das klar ist. Okay. Also würdest du jetzt sagen, dass man Sachen getragen hat, die voll aus der Mode waren, sondern damals war das die Mode. Ob man das heute so trägt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass damals, als ich so ein Teenager war, so, ja, keine Ahnung. So vor 500 Jahren etwa? Als ich so 13, 14 war. Okay, vor 400 15, Jahren. Da waren Miss Sixty-Hosen total. Oh ja, stimmt. Die ohne Hintertaschen da, ne? Ja, da gab es unterschiedliche Varianten von. Die waren so aber schrecklich. Aber hauptsächlich, man musste Miss Sixty haben. Das war so, ich weiß nicht, ob es heutzutage auch so irgendwie eine Jeans gibt, die man als Mädel unbedingt haben muss. Aber damals war das auf jeden Fall Miss Sixty. Die war so schrecklich. Echt? Ich fand die eigentlich ganz cool. Ehrlich? Ja, da, also es gab ja, wie gesagt, verschiedene Modelle, ne? Aber... Und dazu hat man auch ganz gerne aufgepolsterte Schuhe getragen. Okay. So wie so Osiris oder so. Und da hat man entweder einen Schwamm reingetan oder man hat... Ja. Ich habe damals die Matratze, eine alte Matratze zerschnitten und das in meine Schuhe gestopft, dass sie besonders klobig war. Ehrlich? Und dazu hat man dann bunte, dicke Schnürsenkel getragen. Ja. Oftmals auch in Neonfarben und an unterschiedlichen Füßen unterschiedliche Farben. Krass. Stimmt, ja, richtig. Stimmt. Ja. Ja, passend zu der Generation, wir sind ja, Nina, wir sind ja, das können wir ja verraten, wir sind ja fast etwa gleich alt, wisst ihr ja mittlerweile auch, glaube ich, schon von hier und da. Ich glaube, ich bin ein Jahr... Na, nicht ganz ein Jahr älter, ne? Ja, doch, ein Jahr älter, mehr als ein Jahr sogar. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden Fall fällt das so in die gleiche Generation. Ja, und bei uns waren damals diese Southpool-Hosen und so mega krass in. Oder Southpool, auch Full Count und sowas. Und das Ding war, es gab auch silberne und goldene Hosen. Das, oh yes. Das sah aber so schrecklich aus. Das sah so krass schrecklich aus. Und ich weiß noch, dann gab es damals so... Also so richtig krasse silberne Hosen, die haben richtig geglänzt. Mhm. Na, und dann auch so Gürtel, die dann aber runtergefallen sind.
Ja, die, dass man diese mit der Schnalle, wo du ja, genau, genau. Ja, genau. Die gab's. Und es gab auch LED-Gürtel. LED-Gürtel? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne ihn mit den Strasssteinen. Da hatte man dann irgendeine Flagge drin, so wie eine amerikanische oder eine britische oder so. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, und das war halt total krass. Na, und das war halt so meine, und es gab natürlich so Buffalos, aber das lag eigentlich schon vor mir, muss ich sagen. So Buffalos, da war ich noch sehr, sehr jung. Ja, bei mir, also klar, die Teenager hatten die dann an und da war ich, glaube ich, so 11 oder ja, so. Ja, genau, das war so, und die waren damals ja auch schon mega teuer. Ich weiß, und ich will die bis heute noch haben. Ja, gut, das sagt viel über Ninas Modestil aus. Das Witzige ist, das, was jetzt wieder in ist, ne? Ja. Oder auch, was vor Jahren in war, so Carhartt, Dickies. Ja, ja, das kommt halt alles wieder. Das kommt halt alles wieder. Das waren alles Sachen, die, als wir Teenager waren, schon im Trend waren. Das ist also nichts Neues. Das ist quasi reanimiert worden. Das kommt halt alles wieder rein. Ganz einfach. Genau. Und das hat meine Mutter schon gesagt, dass damals die Sachen, die sie als Teenie getragen hat, dass man die mittlerweile auch wieder kaufen kann im Leben. Ja, auch diese also ganzen Sachen. Ich meine, wenn du dir alleine diese Jeansjacken und so anguckst, es gibt ja auch, glaube ich, von Supreme und so, so Jeansjacken, die halt voll den Denim-Look haben. Ja, die gab es vor Jahren halt auch schon. Ja, na, also das ist es, 60er oder so. Es kehrt halt alles zurück, genauso wie mit den Lederjacken vor ein paar Jahren. Die waren in den 80ern voll in und auf einmal kommen die wieder. Ja. Na, und generell, früher haben das ja nur Kriminelle getragen. Lederjacken. Ja, ja. So Rocker, ne? So, sag ich mal. Genau. Na, die halt früher als kriminell abgestempelt wurden, obwohl sie gar nicht kriminell sind. Das ist direkt so ein Rowdy-Image dann durch die Lederjacke. Genau. Und heutzutage trägt das halt jeder. Man muss kein Verbrecher sein, um eine Lederjacke zu tragen. Genau, aber bei uns war es dann auch, also das mit dem Schwamm im Schuh gab es bei uns halt auch. Na, also ja, so, das war halt schon so klassisch irgendwie. Na, und das kennt man auf jeden Fall. Ja, und sonst. Ja, ich schau mal gerade. Ja, die Aufnahme läuft. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe, aber war läuft nicht. Doch. Läuft doch, ja. Ja, und sonst. Es gab auch früher diese Schlaghosen, dann hatten sehr viele Mädels immer früher an, muss ich sagen. Hatte ich früher auch, genau. Ja. Heutzutage fragt man sich auch von Miss 60. Ja, heutzutage fragt man sich, wie geht das überhaupt, warum? Aber die trägt man heutzutage auch wieder, Schlaghosen. Ja? Genauso wie diese Karottenhosen, was damals, ja, das war ja, damals stimmt, mega uncool. Stimmt, das waren, die nannten sich Mom's Jeans. Also eigentlich nur Hosen, die unsere Mütter anziehen. Das sind auch diese High-Waist-Hosen. War undenkbar, dass jemand sowas, dass jemals sowas getragen wird, außer in den 80er Jahren. Ja. Ja, stimmt. Ne? Und heutzutage kann man die einfach bei H&M kaufen. Diese Boyfriend, sind das diese Boyfriend-Jeans? Nee, das sind die, die so ganz hoch tailliert sind. Also die so nicht um die Hüfte gehen, sondern um die Taille. Ach ja, richtig, richtig. Ja, da stimmt, so witzige Memes, wo ja, die find Asterix ich, oder Obelix die, so die finde ich heute immer noch schrecklich. Also, nein, ja, alles gut. Haben das nur Muttis getragen und da wäre das ein mega peinlich halt gewesen, wenn jemand sowas anhat. Aber heutzutage ist das wieder eine ganz normal, Leute. Das ist halt Mode, ne? Ja. Und ja, auch diese ganzen Kappa und Champion und ja, ich weiß auch, Fila und so, das war auch früher auch. Diese Adidas Jogginghosen sind auch jetzt wieder in. Also ja, die kommen so langsam. Ja, die kommen wieder langsam. Oh, und auch die Trainingsjacken. Damals war das auch so ein richtiger Hype mit diesen Trainingsjacken. Ja. Ne, und die kommen jetzt auch wieder. Das ist voll das Revival. Ich finde das cool so. Aber ich frage mich, ob die Kiddies heutzutage wissen, dass das alles alt ist. Das ist jetzt kein, wisst ihr das eigentlich, Leute? Wir sind keine Trendsetter, wenn die das anhaben. Doch, ihr seid Trendsetter. Alles gut. Nein. aber es stimmt, tatsächlich. Also es gab es eigentlich schon vorher. Ja, und ja, es kommt halt alles wieder, Leute. Yes. Jetzt fühlen wir uns so mega alt. Ja, und sonst, was gab's denn? Ja, so früher war halt sehr klassisch so diese Techno-Szene, ne? Mhm. Das war halt früher auch schon sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal, auch zu der Zeit. Ja, Techno ist schon. Aber es gab, also so Raver, so gab's viele. Ne? Und es war jetzt gar nicht so heavy, sagen wir so. Mhm. Ich weiß nicht, also, ob es irgendwie so eine richtige Sünde gab. Ich glaube, damals. Ich muss ehrlich gestehen, meine Frisuren damals, ich meine jetzt nicht, dass sie jetzt super sind, aber damals waren sie auch schon nicht so
Ja, besonders so Igelfrisuren und so mit Gel voll hoch und so. Also. Ja, und so hattest du nicht auch so eine Irokese oder sowas? Vielleicht lustige Geschichte gerade. Ich hatte mir mal einmal meinen Freund, der hat auch Haare geschnitten, macht er heute immer noch, der schneidet immer noch meine Haare. Ein sehr, sehr cooler Friseur, der macht das perfekt. Perfekt. Und der hatte damals auch meine Haare geschnitten. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was, komm, wir machen mal einen richtigen Iro. Ne? Und das ist voll nach hinten losgegangen. Ich kam dann nach Hause und mein Vater hat mich so fertig gemacht, ne, dass ich den dann auch abrasieren musste. Boah, echt? Mhm. Und dann war der Iro weg, dann bin ich mit so einer Glatze rumgelaufen. Ja. Ne? Schade. Ja, aber wie gesagt, alles cool. So, das ist das hier. Ich bin außen schon fertig, Nina. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ich habe eher innen gemacht. Du hast eher innen gemacht. Ich finde gerade die Türen, finde ich hier echt cool. Da bin ich noch nicht. Also was ich auf jeden Fall jetzt mal heutzutage nicht mehr tragen würde, was damals wirklich jeder hatte, das war das absolute Muss, und zwar in Sachen Schminke. Das interessiert jetzt vielleicht auch eher die Mädels. Ja, erzähl mal. Das war hellblauer Lidschatten, und zwar, dass man den nicht nur auf sein Augenlid gemacht hat, sondern oftmals auch bis zur Augenbraue. Also es war wirklich, das ganze Auge war hellblau. Okay, krass. Und das trägt man heute, das war halt echt, das hat jeder gehabt. Oder auch so ein Lipgloss in ja. verrücktesten Geschmacksrichtungen, also wirklich so Karamell-Schokopudding oder sowas. Ja. Und der hat die Lippen dann so bräunlich gemalt. Und das trägt ja auch jetzt nicht unbedingt. Okay. Nicht mehr heute. Also das würde ich zum Beispiel nicht mehr machen. Was oder auch? Was, ja. Ja, ja, was erzähl ruhig. Bei Frisuren, dass man seine Haare kreppt. Also da gab es so, ja, so ein Glätteisen, nur stimmt, mit so einem, stimmt, das sagt so mir auch Wellenaufsatz was. Und da haben, waren die Haare so gekreppt. Ja, sagt mir auch was. Wo es mir jetzt gerade wieder einfällt, früher war es bei den Jungs auch voll in, die Koteletten so spitz nach unten zu machen. Ja, und dann hatten die auch diese Honigwabenbärte und so. Ja, genau. Oh, das war oder so. So ein Nike-Zeichen oder so. Ja, 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 ja. Aber das mit diesen spitzen Koteletten, das war so witzig. Also, ich hatte das auch. Ne? Also, jetzt. Echt? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Du musst unbedingt mal alte Bilder mitbringen. Nee. Gar keine Chance. Damals eigentlich eine feste Zahnspange? Ja, hatte ich. Ich hatte auch eine. Ich hatte auch eine lose und ich hatte eine feste sogar. Also ich war so ein richtiger Pflegefall, was meine Zähne anging. Pflegefall. Ich war auch jedes Mal beim Zahnarzt und jedes Mal, wenn ich da hinging oder zum Kieferorthopäden, ist es nie gut für mich geendet. Irgendwas gab es, es gab immer was zu meckern. Heute immer noch. Immer wenn ich zur Kontrolle gehe, es gibt immer was zu meckern. Na, aber nicht schlimm. Kann ich mit leben. Na, und ja. Aber sonst ja. Ganz okay. So, was machen wir denn hier als Weg? Haben wir hier sowas? Das sieht doch ganz cool aus. Also jetzt finde ich, sieht dein Haus modern aus? Ich finde meins schon. Ich bin noch gar nicht so weit, dass ich überhaupt irgendwas sagen kann. Aber. Weil ich bin schon gleich fertig. Echt? Ja, klar. Ich kann immer nicht so gut reden und spielen. Das geht nicht. Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Kein Multitasking. Kein Multitasking, ja. Nee. So, was packen wir denn hier alles so hin? Jetzt gucke ich mir mal die ganzen Sachen an. Also so Notenblock ist hier so eine HiFi-Anlage. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Aber wenn wir jetzt das hier muss ja reinkommen. Ich muss vor allem von außen überzeugen, das Haus, weil von innen sieht man das ja zumindest nicht auf dem Thumbnail. Aber die Leute gucken ja auch unsere Videos, habe ich gehört. Ja. Wie das alles entstanden ist. Ja, schön. Das freut uns. So, was haben ich wir denn? Das Thumbnail gucken und dann sagen, jo, gefällt mir. Also ich guck mal gerade, was wir hier. Ah, einen Ofen haben wir zum Beispiel. Das ist cool. Die Werkbank sieht auch ziemlich cool aus. Ah, dann haben wir hier so ein Gemälde richtig. Oh Gott, nee, das wollte ich da nicht hinhaben. Nein, jetzt habe ich die Werkbank weggetan. Wartet mal, Leute, das brauche ich doch alles gerade nicht mehr. Bücherregal auch. Werkbank auch. Guck mal, was wir sonst hier noch so bei Dekoration haben. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein Bett. Ja, lassen wir es erstmal so. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall. Ich mache mal wieder Tag, Nina, ne? Ja, ein bisschen dunkel ist das schon, wollte ich gerade sagen. Ja, kein Thema. Ich bin doch da. Dafür bist du da.
Das ist ja cool. Die Bilder sehen sogar verschieden aus. Das ist ja richtig cool. Ich habe auch schon ein Bild. Wie lange bauen wir jetzt eigentlich schon? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Viertelstunde zeigt mir das hier an. Das geht ja sogar noch. Ja, ne? Aber ich denke auch, ich werde allerspätestens in 5 Minuten fertig, denke ich. Das ist doch schön. Dann kann ich ja vielleicht in der Zwischenzeit noch ein bisschen was über meine Modo-Sünden erzählen. Aber sonst... Sorry, ich habe die ganze Zeit geredet. Nee, ist nicht schlimm. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Alles in Ordnung. Ich glaube, das passt schon so weit. Vielleicht... Hattest du auch so eine Stinktierfrisur? Ja, natürlich. So blond gefärbt irgendwie? Ach so, nee. Gefärbt nie. Gefärbt war bei mir nie der Fall, um ehrlich zu sein. Was hast du denn unter Stinktierfrisur jetzt verstanden? Irokese so, ne? Oder Fukuhila. Ach so, ja, genau. Und die gab es ja dann noch, dass man das quasi gefärbt hat. Dass die so blond... Nee, war bei mir ehrlich gesagt nicht so der Fall. So ein bisschen was müssen wir hier auch noch machen. So... So, ich glaube, ich bin fertig, Nina. Ernsthaft? Ja. Okay. Tatsächlich fertig. Ja, ich bin zufrieden. Also innen ist es doch relativ... Ja, ist doch... Ich finde es modern. Ich finde es modern, doch. Gerade durch die Gemälde und so, finde ich, sieht das doch sehr schön aus. Hier so ein Hebel. Nee, das sieht nicht schön aus. Aber sonst finde ich dieses modern... Was sagst du denn zu diesem modern HD-Ding? Ist auf jeden Fall ganz cool. Finde ich. Ja, ne? Aber wo kann man denn... Achso, mal... Gibt's hier kein Sofa oder irgendwie sowas? Das wäre eigentlich nochmal cool. Das habe ich auch schon gesucht gerade. Genau in dem gleichen Moment. Aber das gibt's, glaube ich, nicht. So, ich bin fertig, Nina. Sag mir Bescheid, ich mache einen kurzen Ausflug jetzt noch. Geh du mal woanders hin. Geh du mal ins Dorf. Das Dorf... Also hier leben sogar Leute. Hätte ich nicht gedacht. Und die Dorfbewohner sehen auch ganz anders aus. Sogar teilweise mit Augenklappe. Oh Mann. Piraten. Echt lustig aus. Sogar ein altes Dorf sieht schon modern aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, natürlich könnt ihr auch wieder auf dem i abstimmen, Leute. Aber ich würde sagen, das war schon... warte, ich wollte hier noch... Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt... Nein. Das sieht doch ganz okay aus. Ja, Nina, wie sieht's aus? Ich bin noch nicht fertig. Immer noch nicht. Was fehlt denn noch bei dir? So Deko und so. Und manche Sachen kann man einfach nicht bauen. Die will ich hier hin tun, aber das geht dann irgendwie nicht. Ja, es wirkt ein bisschen komisch. Na, aber ich finde das gerade mit den Gemälden und so, das finde ich echt cool gemacht. Ja. Ja. Finde ich schön. Nina, let's go! Nein! Warum stress mich doch nicht so, Mann? Ich habe auch noch nicht mal eine Tür. Und weil du so schnell bist. Weißt du was? In der Zeit, wo du das machst, baue ich mir hier hinten noch einen Pool. Deswegen kannst du. Ja, dann mach das doch. Ja.
So, was nehme ich denn dafür? Wie sieht denn so ein Pool aus? Ja, nicht glasig so, ne? Aber ich weiß, dass Prismarin so eine Fliesenoptik hatte. Ich glaube, das versuche ich mal gleich. Wie sieht's denn aus? Bist schon ein bisschen weiter, Nina? Ja. Ja. Ja, so. Vielleicht stelle ich noch eine Frage so in die Runde an die Zuschauer, an unsere lieben Freunde. Was sind denn so Klamotten, die ihr mal anhattet, wo ihr denkt, boah, ich glaube, die würde ich heute nicht mehr anziehen? Es kann auch ein paar Monate schon zurückliegen. Es ist ja schon wieder ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Ja, perfekt. Genau das wollte ich. Aber es ist ja auch schon länger, als ich gedacht habe. Ne? Ich habe ja gesagt, ich baue nur 5 Minuten noch, aber es ist jetzt schon länger als 5 Minuten. Wo bist du denn gerade? Was baust du denn gerade? Ich suche eigentlich Lampen, aber gibt es hier irgendwie Lampen? Such doch nach diesem Endstab. Das sieht ja aus wie so eine Lampe. Das, was ich immer benutze. Achso, ja. So, dann nehmen wir hier einen Wassereimer. Na gut, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch eine Tür und dann kannst du meinetwegen kommen. Ja, schön. So, und das ist hier noch mein Pool, den ich habe. Das ist schön, das freut mich. Kann ich vorbeikommen? Ja. Ja oder ja? Ja. Ja. Okay. 3, 2, 1 und wir schauen uns Ninas modernes. Was? Das soll modern sein? Wie, was? Ich hab's doch gar nicht von außen gesehen. Was hast du denn von. Guck, das Gemälde bei dir ist auch irgendein abgeflipptes Ding. Ja, ich hab's, also ich hab's mir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig selber angeguckt. Das ist randommäßig immer. Du hast hier oben, siehst du, hast du auch ein anderes Gemälde. Oh, ich sehe, du hast oben auch was. Okay, du hast was wirklich ganz, ganz Neues gemacht. Wir schauen uns das erstmal von außen an, Leute. Also du hast hier Farben gewählt, so Türkis, ist das Türkis? Ja, ich finde die Kombination Türkis und Lila voll cool. Deswegen habe ich alles so in dem Stil gehalten. Ja, ist okay. Jetzt habe ich auch eine Tür. Jetzt hast du auch eine Tür. Ein bisschen wenig Fenster hast du für ein modernes Haus, um ehrlich zu sein. Ja. Man kann ja auch im modernen Dunkel bauen. Das stimmt. So, Bücherregal. Oh, du hast ja einen schönen Boden. Das ist sehr, sehr futuristisch. Das ist sehr modern. Das ist cool, oder? Das ist sehr modern. Und du hast hier sogar so ein Sofa hingebaut. Cool. Yes. Hast das mit so einer Stufe gemacht? Treppe, ja. Ja, cool. Das gefällt mir. Ein schönes Gemälde. Ja. Die Türen sehen auch sehr modern aus. Dann fliegen wir mal nach oben. Das ist wieder so ein Lounge-Bereich, habe ich das Gefühl. Oh, ich bin gegen die Decke geflogen, ja. Auch mit einem coolen Sofa. Sehr gelungen. Gucken den ganzen Tag auf ein Gemälde. Hier sehe ich gerade, du hast was vergessen. Was denn? Guck mal hier oben. Fehlt hier nicht noch irgendwas? Also das geht hier nicht so ganz auf. Achso, nee, das ist modern. Das ist modern. Achso, ja, das ist jetzt die Ausrede, die man immer setzen kann. Nee, das sollte wirklich so bleiben. Okay. Also das ist jetzt Wird heutzutage so gemacht. Ja. Okay, ja, cool. Alles ja, es ist schön, nicht mein Stil, aber ist okay, ich sag nicht hässlich. Ne, vor ein, zwei Monaten hätte ich noch gesagt, boah, das geht gar nicht. Aber mittlerweile kenne ich halt Ninas Stil und sag, okay. Ach, das ist jetzt dein Haus? Das sieht so. Wie? Was? Nee, schon gut. Das sieht modern aus. Ja, auf jeden Fall. Ach, da ist auch dein Pool. Ja. Cool. Ich gehe jetzt mal, ich muss einmal rumfliegen und dann gehe ich rein. Was ist denn dieses Schwarze da eigentlich? Das ist Ziegel, aber sieht halt so, ne, weiß-grau-mäßig. Wir haben auf jeden Fall die gleiche Haustür. Ja. Oh, Lautsprecher? Ja.
Boah, du hast ja eine richtige Villa gebaut hier. Ein schönes Gemälde haben wir auch. Hast du dann einfach Lautsprecher in die Suche eingegeben? Nee, das ist, eigentlich ist das ein Notenblock. Ach so. Aber der sieht halt anders aus, ne? Und das ist halt das Modern HD Package. Ja. Ja, nice. Ist das hier ein Backofen? Ja. Nicht kaputt machen. So, und jetzt, ach so, ist das so ein kleines Gemälde da oben, was du hast? Genau, ja. Das wird, glaube ich, angepasst und hier über der Tür siehst du auch, das gefällt mir am besten, das hier. Oder über dem Durchgang. Ne? Das wird immer an die Größe angepasst, wo du das hinpackst. Ne? Wenn er sieht, irgendwie, da ist irgendwie ein bisschen Blöcke in der Umgebung, dementsprechend größer ist es. Deswegen ist das hier auch ganz groß an der Wand, an der Glaswand. Und was ist das für ein Fußboden? So Holzbretter? Oder? Ja, genau. Das sieht schon auch ganz nice aus mit diesem Fenster und dem Pool dahinter. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass du gewonnen hast. Leute, ihr dürft natürlich wieder entscheiden, heute in der Abstimmung. Ich würde sagen, es ist wieder ein schönes Unentschieden. Es sind halt komplett... Wie meint's eigentlich aus von beiden? Ja, geht. Ist halt ein komplett, also modern verstehen wir halt beide sehr, sehr anders. Ist aber nicht so schlimm. Ne? Also, wieso? Was findest du denn an meinem nicht modern? Ja, die Farben halt. Ja, okay, aber das ist ja experimentell, ne? Oh, experimentell? Ich wusste, dass du Astrophysikerin bist. Nein, ist doch nicht schlimm, alles gut. Jeder hat seinen eigenen Stil. Alles cool. Hör auf mich zu schlagen, sonst schlage ich zurück. Leute, ihr dürft entscheiden, beziehungsweise mitbestimmen, auch in die Kommentare, Modusünden und alles. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, tobt euch aus. Leute, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, gleich berühmt. Lasst ein Abo da und Nina, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.